Ein deutsches Märchen. Aulus der Kluge. Es war einmal in einem Königreich namens Mabuso, da lebte ein mächtiger König. Der trug den Namen König Vetrus. Der König war weithin geachtet. Er war ein Weise, der sich in jungen Jahren zu einem geschickten Schwertkämpfer entwickelte und schließlich zur Macht aufstieg. Er baute starke Burgen, führte eine mächtige und gefürchtete Armee und rühmte sich einer Seeflotte. Aber alles, was er sich wünschte, war eine schöne Frau an seiner Seite als seine Königin. Berater, mein Königreich ist stark, meine Armee ist gefürchtet und meine Flotte segelt stolz über die Meere. Ich habe alles, aber da ist eine Leere. Ich muss diese Eroberung mit einer besonderen Person teilen. Eure Majestät! Was für eine Königin sucht ihr? Sie muss natürlich atemberaubend schön sein, mit Augen wie die Sterne, die funkeln und Haaren, die wie Wasserfälle fließen. So eine Königin ist nicht leicht zu finden, aber keine Angst, Eure Majestät. Ich habe einen Plan. Sprich weiter. Es gibt ein verborgenes Königreich, das den Namen Eldoria trägt. Es heißt, dass die Eldorianer wirklich schrecklich schlaue Leute sind. Man sagt, dass sie alle Künste beherrschen, von der Kriegsführung bis zur Poesie. Und sie sind bekannt für ihre Frauen, die eine perfekte Mischung aus Schönheit und Geist sind. Dieses Eldoria, erzähl mir mehr davon. Ich denke, wenn ihr es irgendwie schafft, den König zu umwerben, könntet ihr um die Hand seiner Tochter anhalten, Prinzessin Konjo. Aber seid gewarnt, Eure Majestät. Dieses Königreich zu betreten, um nach der Tochter des Königs zu fragen, wird kein Kinderspiel sein. Es heißt, dass der König Karlhans ein gerissener alter Mann ist und seine Gäste mit unlösbaren Rätseln in die Falle lockt. Eine Herausforderung? Ich habe mich Riesen und Drachen gestellt, Berater. Dieser Karlhans wird kein Hindernis sein. Ich wusste, dass ihr das sagen würdet, Majestät. Aber das ist eine Sache, die ihr nicht mit Kraft gewinnen könnt. Ihr braucht Köpfchen. Wir müssen Aulus schicken. Ohne langes Zögern wurde Aulus vor dem Thron gerufen. Aulus wurde liebevoll Aulus der Kluge genannt. Er hatte einen IQ von 200. Er sprach 15 verschiedene Sprachen und spielte mit verbundenen Augen Schach mit sich selbst. Aulus, der Berater des Königs Vetrus hat nach dir gesendet. Eure Majestät, wie kann ich Ihnen denn helfen? Aulus, du sollst das schwer fassbare Königreich Eldoria suchen. Ah, das geistreiche Königreich? Man sagt, sie empfangen ihre Gäste mit viel Misstrauen. Du hast schon davon gehört? Ja, Eure Majestät. Ich habe in einem alten Buch in der Bibliothek über ihre Kultur und Lebensweise gelesen. Sag mir, was ich tun soll. Du musst das Prinzessin Konjo, der Tochter von König Karlhans, geben und ihr sagen, dass der König von Mabuso sie zu seiner Königin machen will. Sehr gut, Majestät. Ich werde gehen, wohin man mich schickt. Und ich verspreche euch, Majestät, dass ich mit Königin Konjo nach Mabuso zurückkehren werde. Seine Zuversicht ist ansteckend. In der Tat, Eure Majestät. Und seid versichert, als ihr Berater ist das der beste Rat, den ich geben kann. Vertraut diesem Mann, dass er seine Arbeit erledigt. Mit eurer Erlaubnis, Herr, ich werde abreisen. Auf Wiedersehen. Aulus traf alle Vorbereitungen für seine Reise. Er ging nach Hause und bereitete eine Karawane vor. Auf Pferde und Yaks lud er all die Geschenke, die ihm König Vetrus für König Karlhans mitgegeben hatte. Er war ganz in edler Seide gekleidet. Er saß in seiner hölzernen Sänfte, mit dem Samtvorhängen und den kuscheligen Teppichen. Er wusste, dass sein erster Eindruck ein guter sein musste. Nach langen Tagen der beschwerlichen Reise erreichte Aulus die Grenzen von Eldoria. Er schlug seine Zelte am Fluss auf und schickte einen Boten zu König Karlhans. Der Bote ritt auf einem schnellen Pferd und wurde bald vor dem Thron des Königs gelassen. Eure Majestät, ich komme als Bote im Namen meines Königs Vetrus von Mabuso.
Der ist ein großer Krieger und ein guter Mensch. Er wird von allen gefürchtet. Selbst ein Grashalm, der in Mabuso wächst, zollt ihm Respekt. Mein König begehrt die Hand der ehrenwerten Prinzessin Konju, eurer Tochter. Im Gegenzug wird er euch viele Geschenke machen. Vor allem aber wird er seine Freundschaft schenken. Aulus. Nun hatte auch König Karl Hans von dem mutigen und furchtlosen König und seiner Armee gehört. Er hatte Angst, dass die mabusische Armee auf ihn losgehen würde, wenn er Nein sagte. Dennoch wollte er seine geliebte Tochter nicht so weit wegschicken. Geh und begleite diesen Aulus aus seinem Lager. Wir wollen mit ihm reden. Aulus kam auf einem eleganten weißen Pferd angeritten. Er grüßte und seine Helfer marschierten mit den zahlreichen Geschenken ein, die er mitgebracht hatte. Grüße, König Karl. Ihm fiel auf, dass der Eldorianer-König völlig kahl war, also nimmt er in letzter Sekunde eine Anpassung vor. Grüße, König Hans. Mein Name ist Aulus. Mein König hat all diese Geschenke für euch geschickt. Niemand hatte König Karl Hans zuvor getroffen, also wurde sein Name in Büchern einfach als Karl Hans weitergegeben. Wirklich Karl Hans. Wir haben deine Schriftrollen erhalten, aber es gibt einen Brauch in unserem Land. Wer die Prinzessin heiraten will, der muss zuerst 4 Prüfungen bestehen. Keine Prüfung kann schwer genug für meinen König sein. Aber wenn er kommt, wird er nicht allein kommen. Er wird mit Flotte und Armee kommen. Dein großer König muss nicht selbst kommen. Aber da du ihn vertrittst, kannst du stattdessen die Prüfungen ablegen. Also, nimmst du an? Ich bin bereit, mich jeder Prüfung zu stellen, die ihr mir stellt. Seine Tapferkeit ist unübertroffen. Aber ich versichere euch, mein Verstand ist so scharf wie sein Schwert. Am nächsten Tag sollten die Prüfungen beginnen. Eine große Menge versammelte sich. König Hans glaubte nicht, dass der Minister in der Lage wäre, die Prüfung zu bestehen. Er würde sicher durchfallen. Ein Trompeter kündigte die erste Prüfung an. Auf jeder Seite dieser Mauer stehen 10 Fohlen und 10 Stuten. Jedes Fohlen soll mit seiner eigenen Mutter vereint werden. Aulus, der wirklich sehr schlau war, bemerkte eine Tür in der Wand. Mit seinem Fuß trat er das Schloss beiseite und öffnete die Tür. Wirrend vor Freude huschten die Fohlen hindurch und stürmten zu ihrer Mutter. Ein großer Jubel brach aus, die Menge tobte. Aber sie waren immer noch skeptisch, ob Aulus jemals alle Prüfungen bestehen würde. Als nächstes wurde Aulus in ein Gebäude mit 100 Kammern gebracht. Jedes Zimmer war identisch mit dem anderen. Aulus wurde nachts hineingebracht und am nächsten Morgen zurückgebracht, als es noch dunkel war. Dann wurde er gefragt: Die Aufgabe ist ziemlich einfach, Aulus. Kannst du das Zimmer identifizieren, in dem du die Nacht verbracht hast? Aulus hatte in seiner Tasche ein Stück Moschus bei sich, den Duft, für den sein Königreich Mabuso berühmt war. Als er den Raum verließ, brach er ein Stück ab und ließ es in einer Ecke liegen. Als er von Raum zu Raum durchgeführt wurde, konnte Aulus ihn anhand des starken Geruches leicht wiederfinden und wieder hatte er die Prüfung bestanden. Als nächstes schickte König Rick eine Korallenperle zu Aulus. Aulus, du musst sie nur noch einfädeln. Das sah erst so einfach aus. Aber die Perle hatte ein verdrehtes, krummes und winziges Loch, durch das keine Nadel passen konnte. Während er über eine Methode nachdachte, bemerkte Aulus eine Spur von Ameisen im Raum, die eine Wand hochkrabbelten. Er lächelte und hob zärtlich eine Ameise auf. Wieder einmal machte Aulus seinem Namen alle Ehre. Aulus der Kluge. Nun stand die letzte und schwierigste aller Prüfungen an. Unter hunderten Mädchen sollte Aulus
die Prinzessin Konyo erkennen. Er hatte die Prinzessin noch nie gesehen. Er wusste nicht, wie er sie in einem Meer von schönen Mädchen erkennen sollte. Das Zimmermädchen, das Aulus Zimmer putzte, arbeitete gerade, als er reinkam. Im Morgengrauen, als sie fast fertig war, junge Dame, diesen türkisfarbenen Ring möchte ich dir für die Gastfreundschaft schenken. Vielen Dank für deine Dienste. Das ist schon in Ordnung, Herr. Sie sind viel zu großzügig. Danke. Oh, noch eine Sache. Was kannst du mir über die Prinzessin sagen, ohne mir zu sagen, wie genau sie aussieht? Ich habe nur gehört, dass alle Mädchen Blumen im Haar tragen werden. Nur die Prinzessin wird echte Blumen tragen. Alle anderen werden Papierblumen haben, da ihr keine Blumen in eurem Königreich habt. Werdet ihr den Unterschied nicht erkennen können. Danke. Dieses Wissen ist von unschätzbarem Wert. Und es kann wirklich alles entscheiden. Am nächsten Tag versammelten sich alle im Hof. Hunderte wunderschöne junge Mädchen gekleidet in herrlichen Seidenstoffen kamen herein. Jeder hatte eine Blume im Haar. Zum ersten Mal war Aulus sehr verwirrt. Er wusste nicht, was er tun sollte. Alle schauten ihn an. König Hans war sich sicher, dass er scheitern würde und er seine Tochter nicht wegschicken müsste. Doch in diesem Moment flog eine Biene herein. Aulus beobachtete sie, wie sie umherschwebte. Bald darauf setzte sie sich auf die Blumen in einem der Haare des Mädchens. Aulus lief sofort auf das Mädchen zu. Er kniete vor ihr nieder und sprach: Meine Grüße an die zukünftige Königin von Mabuso. König Vitrus hat diesen Rubinring für dich geschickt. Alle 4 Prüfungen waren erfolgreich bestanden. Der Bote ritt auf seinem schnellen Pferd voraus. Er verkündete König Vitrus. Majestät, Aulus eskortiert die Königin von Mabuso in seiner Palisanderholzsänfte. Bravo, Aulus! Wie kommt es, dass Aulus alle Prüfungen für dich bestanden hat und du mich heiraten darfst? Konyo, dass Aulus die Prüfungen bestanden hat, sollte nicht nur seine Fähigkeiten Beweis stellen, sondern auch die Weisheit unseres Königreiches. Es war eine Möglichkeit, deinem Vater zu zeigen, was für ein König ich bin und welch fähigen Berater ich habe. Als Aulus erfolgreich war, ist mein Herz dem deinen näher gekommen. Dein Lachen erhellt meine Tage und dein Lächeln weist mir den Weg. Ich sehe in dir nicht nur meine Königin, sondern auch das fehlende Stück meines Herzens. Und gemeinsam werden wir aufblühen. So schöne Worte. Hat Aulus diese Zeilen auch für dich geschrieben? Nein, meine Liebe. Diese Worte kommen aus meinem Herzen, wie auch meine Liebe zu dir. Und so lebten sie glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Ihre Liebe war ein Symbol für die Weisheit und Stärke ihres vereinten Königreiches.